den Bus. Im eigentlichen Finale muss ich Deli schlagen, Mann. Okay, dann hol ich mit Mac das Halbfinale nach. Zersäg die Pfeife gerade, du bist nur die Hälfte von mir. Und das nicht nur wegen deinem Namen. Du nutzt Black Diamond Beats für deinen Battle-Quatsch. Doch das hört sich auch noch stark nach seinen Texten an. Du solltest keine Scheiße reden. Ohne mein Video wär's in eurem Kack-Battle an 7-6 für Prime gewesen. Mich schlagen, du Fotzenkind, doch wie willst du das machen, wenn du doch nur durch mich ins Finale gekommen bist? Du bist in der Punkt 10 Crew, einfach nur ein Wacker-Lappen, denn mit dir in der Crew würde Punktus besser passen. Schaut mal alle zu, wie ich den Wichser begrab. Du bist genau wie Delicate, spielst mit Kuscheltieren, wirst von mir gefickt und warst auch zuerst als Freilos für Niklas geplant. Du wärst nicht ob, egal wie sehr du's dir nur wünschst. Bei deinen Runden denken sich alle, ich will das Kuscheltier zurück. Jetzt wird dich das Kind rasieren. Ich mach mir keine Sorgen, denn das echte Finale mit Deli hab ich ja schon hinter mir. Du wärst nicht ob, egal wie sehr du's dir nur wünschst. Bei deinen Runden denken sich alle, ich will das Kuscheltier zurück. Jetzt wird dich das Kind rasieren. Ich mach mir keine Sorgen, denn das echte Finale mit Deli hab ich ja schon hinter mir. Den Lappen zu battlen, ich hab die Mittelfinger letzte Runde nicht genommen, um dich nicht in den Schatten zu stellen. Ich nenn euch nen Grund, warum jetzt dieser Lappen geht, weil er selbst in seinen Runden in Sahiras Schatten steht. Ich zerfetze dich, Spaß gleich. Es fehlt dann der Frosch und jetzt Mac. Mehr Imagewechsel als Punchlines. Du willst als Haft gewinnen mit so Phrasen, du Freak. Hiernach machst du wie Deli nur normale Musik. Ich ficke an meinem Mikrofon in Spaß gleich, denn du hattest sogar mehr geile Videos als Punchlines. Ey, ich zerstöre Faggots, liest man deine Lyrics durch, fällt einem leider auf, die Cam ist nicht mal deine größte Schwäche. Schaut, wie ich den Scheiß schmock, box hier. Ich sorg dafür, dass du dein Image wechselst, als wär ich dein Verstoff hier. Die Note wird mal hart gefickt, mach's mit Bandana auf der Magic, erinnert aber eher an, ach nee, noch trauriger, als dass du im Finale bist. Okay. Mac, Mann, dass du Tunte fliegst, war jedem klar. Du bist nur drin, damit Niklas ein Kuscheltier als Gegner hat. Erste harte Gegner könnt die Schwuchtel zerfetzen. Denn nicht nur wegen Stoff, die hast du gekuschelt im Battle. Prime, erster guter Gegner, Bitch. Du musst dein gesamtes Image wechseln, damit alles von vorher nicht mehr trifft. Außerdem zeigtest du, hast durch das Battle Angst gekriegt. Warum sonst trennst du dich vom Finale von deinem alten Ich? Damit ich zum Frosch nicht sagen kann, lässt du mich dann dein Video drehen, sodass ich insgesamt nur eine Runde zum Fronten hab. Du denkst, das war ein guter Plan und niemand kann dich battlen, du Lappen. Ich mein, du hast jetzt sogar weniger Angriffsfläche als Punch. Schaut alle her, wie ich den Spaß mies zerfetzt. Das ist nicht der Abschied von Brock, sondern der Abschied von Mac. Digga, Mann, Mac, jetzt zerbox ich dich, du Kacklappen. Und nach der Runde willst du dein scheiß Frosch-Image zurückhaben. Mac, Mann, ich werd dich nur dich hier mal gleich zerbumsen, denn um zu punchen reicht die Frage, womit punktest du in deinen Runden? Manche meinen durch Videos, denn die sind da so scheiße geil. Und ein größer Rabitz wäre nur zu sagen, das wär Eigenleistung. Ey, ich zerfetz Noten, aufzuzählen, durch wen du alles hier bist, würde länger dauern als ne fucking Mac-Runde. Ich werd die Pfeife zerschlagen, du hattest zwei Freilose, ich auch, eins im Achtel und eins im Finale. Viertel jedem war klar, dass du kleine Fotze rausfliegst. Doch Skulls Lyrics waren so wie deine Chance auf Sieg. Mit Lyrics hätte Skull gewonnen. Ich werd den Krüppel zerficken, um zu gewinnen müsste ich nur meine Lyrics abtippen. Deine Runde gegen Prime, Mac, sag mir, was war denn das? Ahira Hook, Taros Mische, Mac'n Video und das fast verkackt, dass du nur durch Fremde Leistungen etwas reißen kannst, sieht man an deinen Videos, weil du die ganz alleine machst. Sag mir bitte, wann hast du dafür mal einen Punkt bekommen, wenn dir niemand hilft? Könntest du keine Runde droppen, wenn dir niemand hilft, könntest du nicht mal recorden. Nur mit Eigenleistung hättest du gegen Niklas verloren. Du allein bist nicht mehr Mac, denn jeder hilft dir Pender nun, egal ob Zarus Sahira. Jeder ist mehr Mac als du, das zeigt auch, was für ein Verlierer du bist. Denn sei ehrlich, wer wärst du, wenn dir niemand mehr hilft? Und Mac, Mann, das Schlimmste an der Sache ist, dass du für den ganzen Shit auch noch undankbar bist. Fragst mich nach einem Video, weil ich eine gute Kamera hab. Das Video war nice, doch du hast nicht mal Danke gesagt. Schaut dir, wie ich diesen Bastardschlag im Loop, selbst ein Frosch-Plüschtier ist dankbarer als du. Du meinst, du fandest Dellys Gesangspart nicht gut, doch wenn der Kacke war, was warst dann du? Überraschung, Mac, du lappenhafter Spaß wie Prime. Nimmst du von der Arbeit anderer und hast dich nie dafür bedankt. Der Hook so mische ist der Frosch nur am Haten. So ist das halt, wenn man sogar noch hässlicher ist als Mac. Vor der Froschfresse braucht man keine Angst zu haben. Macens kleine Faust reicht aus, um Plüsches wie dich platt zu machen. Komm, hör mal auf, so zu tun, als wärst du der King. Du bist nur eins meiner Bitches aus dem Video, mehr nicht.